willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und ja, diesmal geht es wieder um eine Battle-Show, denn ich habe euch schon eine Weile lang kein Status-Update mehr gegeben, was so kurzfristig passiert wird und was so kurzfristig passiert ist zwischen Irland und jetzt. Nun gut, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. So, da sind wir auch schon wieder. Und ja, in diesem Video geht es ja um ein kleines Status-Update mehr oder weniger. Und die Irland-Clips, die bekommt ihr natürlich jetzt auch. Ich werde das Video jetzt hauptsächlich für Clips nutzen, die ich kürzlich mehr oder weniger aufgenommen habe. Und versuche diese irgendwie zu schneiden. Leute, die Adventszeit hat angefangen. Habt ihr schon euer Adventkastentür da aufgemacht oder so? Ich weiß, ich kann euch mal das zeigen, was bei mir drin ist. Ich habe so Jelly Beans bekommen. Und ich schön danke meine Mutter, dass sie immer wieder diesen Adventskalender zusammentut. Und hier ein kurzer Ausschnitt. Jetzt habt ihr mal einen coolen Adventskalender gesehen. Natürlich sind da überall zwei Packer drin, nämlich eins für meinen Bruder und eins für mich. So, ja, krass, ne? So, was war diese Woche los? Diese Woche war eigentlich relativ stressig. Also wir hatten eine Exkursion am Dienstag und da sind wir auch sehr spät nach Hause gekommen. Am Montag hatten wir Mathe-Schularbeit und diese war ja nicht gerade einfach. Also man hatte schon ein bisschen was lernen müssen dafür. Am Donnerstag hatten wir dann eine Schularbeit, Englisch-Schularbeit. Also wir mussten so einen Text schreiben und so zwei Hörbeine und zwei Lesübungen. Die sind aber ja komplett irgendwas gewesen. Also sie waren voll schwer. Deswegen könnte es sein, dass ich da jetzt eingefetzt habe. Aber ja, wenigstens habe ich den Test, den ich heute geschrieben habe, auf einen Zweier. Also der hat sich das scheinbar schon angesehen und ich habe scheinbar einen Zweier. Ich kann das nicht safe sagen, aber ich habe wahrscheinlich einen Zweier. Also, ja, also kann man schon so vermuten. Aber zurück zu dieser Exkursion am Dienstag. Zuerst mal bin ich da mit dem Bus gefahren, wo ich dann eine Stunde auf den Zug warten habe müssen. Also das habt ihr vielleicht sogar gesehen, wer mich auf Snapchat hat. Auf jeden Fall waren wir dann mehr oder weniger in Wien und in Wien haben wir uns die Standardredaktion angesehen. Das heißt, Standardredaktion, was ist das? Der Standard ist eine Zeitung in Österreich, also die meisten werden sie wahrscheinlich kennen und hat auch eine Online-Seite, standard.at, welches ist das Ganze. Und ja, auf jeden Fall ist das eine qualitative Zeitung und man kennt es durch die besondere Farbe. Ich habe ein Exemplar da, aber ich will es nicht herzeigen, weil ich gerade zu faul bin, das zu suchen. Sorry. Auf jeden Fall haben wir uns da die Redaktion ein bisschen angesehen, wie das Ganze funktioniert, etc., etc. Dann waren wir auf einem Weihnachtsmarkt und da habe ich auch was gefilmt, so einen Typen mit so einem, ja, sieht einfach selbst. Ja, lol, ne? Gut, den haben wir auf jeden Fall gesehen und den habe ich gefilmt, weil ich dachte, das sieht ziemlich lustig aus. Was gibt es da noch zu sagen? Die Exkursion endete dann mit einem, wie soll ich sagen, also mit so einer Fotoausstellung. Ich kenne natürlich die Polaroid-Fotos, das sind die Fotos, die sofort von der Kamera rauskamen und dann natürlich auch so den weißen Rahmen hatten. Natürlich waren die von der Auflösung und so weiter noch nicht so mega toll, aber ja, und das war halt so eine Ausstellung, wo halt Kunstfotos, Kunstpolaroid, auf jeden Fall, wo Kunstfotos zu sehen waren. Diese war schon interessant, aber ist nicht so mein Ding. Ja, weil ich das Ganze nicht verstehe. Ja, also man muss für Kunst ein bisschen ein Verständnis haben und das hatte ich halt nicht. Deswegen sind wir da ein bisschen früh nach Hause gefahren, sind aber trotzdem da nicht früher nach Hause gekommen, also ja, ist ja irgendwie komisch gewesen. Wir haben dann nämlich noch am Bahnhof warten müssen, da haben wir bei Meckes noch so einen Kaffee gegönnt. Kann man auch mal machen. Was gibt's da noch so zu sagen? In kommender Zeit kommt jetzt dann noch so die Weihnachtsfeier von der Jugend, also morgen am Abend. Dann haben wir noch Punschstanddienst. Wenn ihr wollt, könnt ihr vorbeischauen, wenn ihr wisst, wo ich wohne, also in meiner Heimatort. ja, am Dorfplatz halt so ein Punschstand und da bin ich ab 18 Uhr bis Open End, wenn ihr da vorbeikommen wollt, seid ihr herzlich eingeladen. Jetzt kommt dann bald Weihnachten und jetzt ist noch eine kurze Stressphase von Schule her.
Deswegen freue ich mich immer voll auf das Video machen, weil ich da einfach mal ein bisschen abschauen kann von der ganzen Schule und so. Und deswegen kann ich auch gar keine Outlast, wirklich gar keine Outlast-Videos bringen. So, ja, also. Ja, das. Irgendwann kommt es. Es ist safe, das kommt noch. Es ist im Kasten und es muss nur noch fertig geschnitten und gerendert werden. Es wird noch dauern, bis die nächste Folge online kommt. Also bis das die letzte Folge. Sagen wir so, bis die letzte online kommt, dauert das noch lange. Das kann durchaus bis zu den Weihnachtsferien dauern. Aber in den Weihnachtsferien werde ich das schon irgendwie schaffen. Hallo Kinder, hier ist wieder euer Mr. Glückskeks. Ja Leute, ich bin's wieder, euer Berndi. Und ich hoffe, ihr nehmt das nicht übel, aber zur Zeit passen die Zitate von bekannten Personen eher weniger. Also sind es jetzt immer so Berndi-Zitate. So gut. Um im Winter euch nicht zu verkühlen, müssen sich eure Wangen nur warm anfühlen. Solltest du das aber bemerken, dann würde ich schnell nach Hause werken. So Kinder, ich hoffe natürlich, die Reims haben euch gefallen. Haha, ja gut, ein lustiger Bernie. Haha, na gut, dann tschüss, Freunde, ja! Im Intro habt ihr gesehen, dass ich mir jetzt jeden Tag einen Tee mit Milch mache. Zwei meistens, also einen vor der Schule, einen nach der Schule. Ich wollte mal sagen, dann zeige ich euch jetzt noch ein paar Clips von Irland. Und, ja. Ist eine gute Idee, finde ich so. Ja? I see you dancing there. You go all night long. You ain't watching no one else, girl, in your zone. I feel the air ignite. I wanna strike the match. You ain't with nobody else, girl, let me know. I love the way you are, but you won't let down your guard. And I need you to just open up for tonight. I give you my love, 'cause I need you now. I give you my all before these candles burning out. I wanna love you, I sing it aloud. Baby, I'm floating, there's no way I'm coming down. And our hearts beat it in time. We can feel like we escaped to paradise. I'll give you my love, 'cause I need you now. I'll give you my all before these candles burning down. Come to life. Let me take you there. We're running out of time. And if you hold my hand, I'll show you how to fly. 'Cause I love the way you are, but you won't let down your guard. And I need you to just open up for tonight. I'll give you my love, 'cause I need you now. Give you my all before these candles burning out. I wanna love you, I sing it aloud. Baby, I'm floating, there's no way I'm coming down. And our hearts beating in time. We can feel like we escaped to paradise. So, das waren die Clips oder der Zusammenschnitt. Ich weiß das noch gar nicht. Ich muss es ja im Nachhinein schneiden. Kann ich euch nicht sagen, was ich euch da jetzt eingeblendet habe. Ist das schon mal aufgefallen, dass ich sehr oft auf jeden Fall sage? Das ist komisch. Naja, ist so eine Angewohnheit. Das ist der Bernd auf das Teil. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nun gut, das soll es dann eigentlich schon gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
was ich jetzt dann noch so bringe, das kann ich euch auch gar nicht so versprechen. Ich glaube, das war so halbwegs alles gewesen, so was passiert ist, bis zu diesem Zeitpunkt halt von irgendeiner Woche. Ja, ich hoffe, ihr seid jetzt wieder up to date. Hoffe, ihr euch hat es auch gefallen. Dann wünsche ich euch bis zur nächsten Woche eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und wieder mal eine schöne Adventszeit. Ja. Nun gut, das war's dann jetzt wirklich. Ciao.